Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial, neues Video. Vorhin habe ich ja gezeigt, wie man in Cura einen neuen Drucker einrichtet. Jetzt möchte ich zeigen, wie man das im Prusa Slicer macht. Und den starte ich mir dafür einmal kurz. So, da ist der Prusa Slicer offen. Standardmäßig bietet der als Drucker eben hier den Original Prusa Mini und Mini Plus an. Aber man kann natürlich auch einen eigenen Drucker hinzufügen. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gern ein Abo da und drückt gegebenenfalls auf die Glocke, damit ihr neue Infos erhaltet, wenn ich was Neues mache. Und damit herzlich willkommen bei Tutorials zum Video über die Einrichtung von Prusa Slicer für einen beliebigen Drucker. So, wie legt man einen neuen Drucker an? Man geht her und sagt hier Drucker hinzufügen, entfernen. Dann geht hier ein solches Fenster auf. Erstmal hat man hier jede Menge Drucker. Dann kann man auch andere Drucker auswählen, andere Hersteller. Da sind aber der Drucker, den ich selbst nutze, nicht bei. Also gehen wir auf Abbrechen und wir fügen hinzu einen Drucker, und zwar einen benutzerdefinierten Drucker. Definiertes Druckerprofil. So, wie heißt das Ding? Das heißt Tronc CX5S. Ich mache mal gerade oben wieder die Leiste an, dass ihr seht, was ich tippe. Und dann gehen wir auf Weiter. So, das ist ein Marlin-Drucker. So, die Form ist rechteckig, die Größe ist 0. ist 0,0 und die Größe ist 330 mal 330 mm. So, eine Textur brauche ich nicht unbedingt. Ich kann was laden. Das lassen wir jetzt einfach weg. Wir gehen auch weiter. So, Düsendurchmesser 0,4 mm, Filament 1,75, hast du gut geraten. Okay, weiter. So, da machen wir die 195 Grad, Druckbett 60 Grad. Weiter. So, was haben wir für ein Filament? PLA, er macht hier irgendwas mit dem Filament. Da gehen wir mal einfach weiter. Automatische Updates brauchen wir jetzt im Moment nicht. Beenden. So, dann haben wir hier den Tronc X5S drin. Wir haben Extruder 1 definiert. Ich wechsle hier jetzt auf die Experteneinstellung und dann kann man hier noch ein bisschen mehr einstellen. So, da haben wir hier die Filamenteinstellungen, die Druckereinstellungen. So, Düsendurchmesser. Und hier die Druckplatte. Die Druckereinstellungen. Okay, fangen wir an. 0,24 mm möchte ich als Schichtdicke nehmen. 0,16 soll die erste Schicht hoch sein. Konturen 3. Wir nehmen einfach mal alles standardmäßig. Spiralvasenmodus machen wir natürlich jetzt im Moment nicht. So, massive Schichten 3. Ja, das passt. Oben und unten. So, extra Konturen wären notwendig. Kann man anmachen, muss man aber nicht. Kreuzen der Kontur vermeiden. Okay, das machen wir. Wir haben ja einen Baudendrucker. Und Kreuzen von Perimetern vermeiden. Da machen wir mal 5 mm rein. Dünne Wände erkennen, jo. Umfangsbrücken entdecken, jo. Nahtposition. Da schreiben wir mal 5 mm rein. Und da
Nahtposition. Mach mal ruhig ausgerichtet, wie er es gemacht hat. Außenkonturen zuerst drucken. Nein, ich möchte Überhänge gut drucken können. Also machen wir die Innensachen erst. So, dann haben wir Infill. 20% Muster. Da gibt es ja ganz nette Sachen. Und zwar Bienenwabe. Also da hat der Posa-Slicer wirklich tolle Sachen. Länge des Infill-Ankers 600%. Keine Ahnung, was das bedeutet. Einfach nutzen. Maximale Länge des Infill-Ankers 50. Das wird Prozent sein, sonst wird der Millimeter stehen. Deckenfüllmuster monotonisch. Das wird wahrscheinlich einfach geradlinig sein. Und Bügeln aktivieren brauchen wir nicht. Infill kombinieren alle Einschichten. Das machen wir nicht, das Häkchen hin. Wir wollen das Infill immer haben, auch wenn der Slicer meint, es wäre nicht notwendig. Und das können wir so lassen. Schürze und Rand. Da brauchen wir nicht mehr. Schleifen, Abstand vom Eck 6 mm. Da machen wir 8 Schleifen für die Schürze. Schürzen holen wir eine Schicht. Kein Windschutz. Okay. So. Einen Rand brauchen wir auch nicht im Moment. Stützmaterial lasse ich erstmal aus. Geschwindigkeit. Da können wir wieder in die Vollen gehen. Ich habe einen schnellen Drucker. So. Dünne Außenkonturen. 100 mm. 100. Außenkonturen 100%, Infill 100 mm. Okay, da will er nur 100 haben. Massives Infill 100 mm. Oberes massives 100 mm, Stützmaterial 100 mm. So, Überbrückung. Da will er auch nur Millimeter haben. Okay, Überbrückung 100. Lückenfüllung 100. So, Eingang 140. Erste Schicht 50%. So, das hier unten können wir alles so lassen. Maximale Druckgeschwindigkeit 100 mm. Da will er auch nur keinen Millimeter haben. Ja, das ist in dem Programm nicht ganz einfach, mal mit, mal ohne zu tippen, immer genau zu gucken. Aber er korrigiert es ja, Gott sei Dank. So, mehrere Extruder haben wir nicht. Erweiterte Einstellungen. Extrusionsbreite, das können wir alles mal so eingestellt lassen. Slice, sonstige, das kann man auch alles so lassen. So, Abhängigkeit, ne, da brauchen wir mehr jetzt nicht. Das heißt, ich sage jetzt einmal speichern. Okay, das waren die Druckereinstellungen, die Filamenteinstellungen. Da haben wir Farbe des Filaments, Temperatur, das haben wir korrekt eingestellt. Dann bei Kühlung, automatische Kühlung, jo. Und dann haben wir, das hier stelle ich auf 15 Sekunden, dann druckt er langsamer, max, minimal soll er 10 mm pro Sekunde drucken. Und dann erweiterte Einstellungen, PLA. Können wir alles so lassen. So, Filament übersteuern brauchen wir nicht. So, die Druckereinstellungen, hier haben wir die Sachen auch mit der Größe. Warum hat er das zweimal Druckereinstellung? Das ist Druckeinstellung. Ah, ja, das ist
nicht gut übersetzt, denke ich mal, ganz einfach. Und hier kann man immer sagen, okay, ich möchte das speichern. Ich möchte die Filamenteinstellungen speichern. Und die Druckeinstellung bitte auch. Alle kriegen den Namen Tronxy X5S. Und dann können wir hier mal ein Objekt importieren. Das machen wir hier über das Pluszeichen. Das ist dann bei mir auf... Wo machen wir das? Ach, hier habe ich doch FreeCAD. FreeCAD. Und dann haben wir hier Handy Twingo. Und zwar den Body Meshed. Einmal öffnen. Das Teil, das soll jetzt gesliced werden. Und dann kann man hier einfach auf jetzt slicen drücken. Und da ist das Teil fertig. Kann man ein bisschen reinzoomen. Kann es drehen. Wie man das so kennt. Hier kann man jetzt einfach hoch und runter fahren und sieht, was daraus geworden ist. Hier oben sehen wir das Gewinde. Und man kann jetzt auch, soweit ich weiß, das animieren. Anzeige. Vorschau. Nee, das geht wohl so ohne weiteres nicht. Man kann sich aber hier so anschauen, wie es vom Druck aussieht. Hier kann man schauen, wie geht die Düse diese Schicht so durch. Da sieht man direkt, der macht nicht diese Unterbrechung wie Cura. Also schon mal ein Vorteil. Okay, und dann kann man das einfach hier exportieren als G-Code und in den Drucker reinpacken. Welcher Slicer jetzt besser ist und welcher schlechter? Keine Ahnung. Ich nutze in den meisten Fällen Cura, weil mit gewissen Sachen habe ich mit Cura einfach bessere Erfahrungen gemacht. Aber man muss dem Programm immer mal wieder einen Test geben, weil die werden natürlich weiterentwickelt. Das hier wie auch das Cura. Und dann kann es sein, dass mal der Prusa Slicer wirklich die Nase vorne hat. Bisher hatte ich das aber so nicht, den Eindruck nicht gehabt, dass Prusa wirklich da besser war. Gut, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst auch gern ein Abonnement da und damit dann bis zum nächsten Video wünscht euch der Tutorius. Tschüss!